Jeder von uns ist jeden Tag einem wahren Feuerwerk von Strahlen ausgesetzt. Und wenn Sie sich jetzt mal zu Hause umschauen, dann werden Sie sehen, dass diese Strahlenquellen noch immer zahlreicher werden. Bei Ihnen im Wohnzimmer zum Beispiel. Da ist der Fernseher, da ist die Stereoanlage, da ist die Ladestation fürs schnurlose Telefon und da liegt Ihr Handy. Und wir haben für diese Strahlen sichtbar gemacht, die elektromagnetischen Felder. Ich wette, gleich werden Sie unsere Verblüffung teilen, vor allen Dingen, wenn wir Ihnen sagen, zu welchen Erkenntnissen eine Studie kommt, die erst Mitte des Monats veröffentlicht wird. Akte aktuell von Andreas Wolter. Hochspannungsleitungen, Mobilfunkstationen, Satellitenschüsseln. Die moderne Technik hat ihren Preis. Sie umgibt uns mit immer mehr elektromagnetischen Strahlen, im Freien wie zu Hause. Wer eine Position vertritt, dass da auf keinen Fall etwas sein kann, der kann heute aufgrund der vorliegenden Befunde nicht mehr ernst genommen werden. Kann Auslöser von Krankheiten sein, beispielsweise von Krebserkrankungen. Die Belastung der Bevölkerung hat in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen und wird in den nächsten Jahren auch weiter zunehmen. Und sie sind vor allem da, wo man sie kaum vermutet. Peter Neitzke ist Physiker und forscht für das Bundesumweltministerium. Wir gehen mit ihm auf Strahlensuche. Sieben Uhr morgens, der Radiowecker meldet sich. Und mit ihm auch die ersten elektromagnetischen Strahlen des Tages. Die Stärke dieser Strahlen lässt sich messen. Routine für Peter Neitzke. Das ist ein Messgerät und die passenden Sonden dazu, mit denen man niederfrequente Felder messen kann. Das heißt Felder, die von Stromleitungen ausgehen, von elektrischen Geräten und ähnlichem ausgehen. Grenzwerte für elektromagnetische Felder in Privaträumen gibt es nicht, lediglich Richtwerte. Wir empfehlen, dass Werte in Wohnungen und da, wo sich Menschen dauerhaft aufhalten, nicht mehr als 100 Nanotesla sein sollten. 100 Nanotesla ist also der Richtwert für geschlossene Räume. Hier zeigt das Messgerät jedoch über 150 Nanotesla an. Nach dem Waschen die Haare föhnen und wieder strahlt es. Das Ergebnis hier über das 22-fache des Richtwertes. Weiter geht es ins Wohnzimmer, den Fernseher an und mal schauen, was kommt. Also beim Fernsehgerät sind es direkt hier vor dem Bildschirm auch etwa 1000 Nanotesla. Und bei der HiFi-Anlage, hier sind es sogar über 1000 Nanotesla. Fernseher und Stereoanlage, direkt an den Geräten wird der Richtwert deutlich überschritten. Immer mehr Handys, aber auch immer mehr schnurlose Telefone für zu Hause. Das ist bequem, aber alle senden sie im Hochfrequenzbereich. Um Hochfrequenzfelder zu messen, also Felder, die von Mobiltelefonen ausgehen, braucht man eine andere Messsonde und braucht ein anderes Gerät, einen sogenannten Spektrumanalysator, der einem genau zeigt, bei welchen Frequenzen welche Intensitäten auftreten. Wenn man das Messergebnis jetzt umrechnet, auch auf den Abstand, dass sie das Telefon direkt am Ohr hat, dann kommen wir etwa auf Werte von 10 Volt pro Meter. Das ist deutlich über dem Wert von etwa 0,5 Volt pro Meter, den wir als Dauerbelastungswert empfehlen, dass er nicht überschritten werden sollte. 10 Volt pro Meter messen wir. Der Richtwert beträgt lediglich 0,5 Volt. Zweimal wird der Richtwert also um das Zehnfache, beim schnurlosen Telefon um das 20-fache überschritten. Und am Sicherungskasten messen wir sogar das 40-fache des Richtwertes. Wir sind beim Bundesamt für Strahlenschutz in München und legen unsere Testergebnisse der Biologin Gunde Ziegelberger vor. Sie sieht keine akute Gesundheitsgefährdung und sie hat einen Tipp parat. Dadurch, dass die Felder mit der Entfernung rasch abnehmen, ist auf alle Fälle eine der Vorsorgemaßnahmen, dass man, wenn man Abstand halten kann, den Abstand einhalten soll. Beim Fernseher ist das ebenso möglich wie bei der Stereoanlage. Nur mit dem Telefonieren wird das ein bisschen schwierig. Und erst recht im engen Auto, hochgerüstet mit Elektronik, Telefon und Navigationssystem. Wir haben hier Werte, die reichen im normalen Fahrbetrieb bis 300 Nanotesla. Bei der Zündung waren es sogar fast 1000 Nanotesla. Wir sind in einem geschlossenen Raum, also bleiben wir bei dem empfohlenen Richtwert. Und der wird teilweise um das Zehnfache überschritten. Wir wechseln das Verkehrsmittel, steigen in die S-Bahn und messen fast 2400 Nanotesla.
Wieder sind wir in einem geschlossenen Raum, also wird unser Richtwert hier um das 24-fache überschritten. Und wie sieht es draußen aus, auf der Straße? Die Feldstärke variierte zwischen 30 und 120 Nanotesla. Das rührt im Wesentlichen her in Kabeln, die unter der Straße verlegt sind und die zur Stromversorgung dienen. Im Freien ist die Belastung also deutlich geringer. Die Strahlen können sich hier rasch entfernen. Grund zur Entwarnung? Wir sind in Wien in der Universitätsklinik. Hier sind Forscher im Auftrag der Europäischen Union der Frage nachgegangen, gibt es Gesundheitsgefährdungen durch elektromagnetische Strahlen oder nicht? Unsere Vorstellung war, das sei nicht bewiesen und auch wenig wahrscheinlich. Aber im Verlauf der Studie, der Reflexstudie, wurden wir eines anderen belehrt. Bei Untersuchungen im Reagenzglas treten gentoxische Schäden auf. Menschliche Zellkerne wurden unter der Leitung von Professor Hugo Rüdiger elektromagnetischen Strahlen ausgesetzt. Und zwar in einer Stärke, wie sie auch im Alltag vorkommen. So sahen die Zellkerne vor der Bestrahlung aus. Danach ein völlig anderes Bild. Der Zellkern ist stark beschädigt, hat einen kometenartigen Schweif. Die Größe dieses Schweifs ist ein Maß dafür, wie in welchem Ausmaß die genetische Information im Zellkern fraktioniert, das heißt in zerbrochener Form vorliegt. Veränderungen dieser Art müssen nicht immer einen bleibenden Schaden hinterlassen. Es kann aber auch so sein, dass solche Veränderungen der genetischen Information dann zu Krankheiten führen, zum Beispiel, das ist der schlimmste Fall, zu einer Krebserkrankung. Die Chromosomen in den Zellen sehen normalerweise so aus. Nach der Bestrahlung weisen einige jedoch Brüche auf, andere haben sich fehlerhaft repariert. Ein schwerwiegender genetischer Schaden. Es ist durchaus vernünftig, ein bisschen vorsichtig zu sein im Umgang mit elektromagnetischen Feldern. Wir können nicht ausschließen, dass nicht doch nachteilige Effekte für den Menschen eben bestehen, was immer man darunter versteht. Das können chronische Erkrankungen sein, diskutiert wird Krebs, diskutiert wird Alzheimer. Wir fahren noch einmal zum Bundesamt für Strahlenschutz. Wie bewertet man hier die Erkenntnisse aus der EU-Studie? Wenn die Forschungsergebnisse veröffentlicht werden und in einem Journal, dann wird das den üblichen wissenschaftlichen Weg gehen. Man wird sagen, wenn das belastbare Daten sind, dann müssen sie als erstes möglichst schnell in einem anderen Labor reproduziert werden. Und wenn die sich bewahrheiten, dann besteht Handlungsbedarf. Aber so weit sind wir eben noch nicht. Das Fazit: Die Belastung durch elektromagnetische Strahlen ist in geschlossenen Räumen besonders stark. Und dort strahlt es auch noch aus jeder Ecke.